Willkommen zurück zu Pikmin 2 für die Wii. Ja, beim letzten Mal, was war denn da los? Das war ein bisschen sehr, sehr kurios, wenn ihr mich fragt. reden wir besser mal nicht drüber, wie wir versucht haben, verzweifelt in eine Höhle zu kommen. Oh, und ich ahne gerade eben erstmal was anderes. Gut, okay. Alles bestens. Alles bestens. Ich habe gerade eben bösen Gedanken gehabt. Aber dieser Gedanke hat sich zum Glück ganz, ganz, ganz schnell wurde dieser Gedanke vergessen. Ah, da kommen wir gar nicht hoch. Wie kommen wir hier an an diesen schönen Korkenzieher? Nee. Ihr wisst. Ach ja, so, man kann noch hier hoch. Ah. Oh, Zähne. So ein kleines Ding und es braucht 10 Pigments. Okay. So, die anderen Pigments werden unser Elektrozaun hier hinten freilegen. Ah, doch nicht so viele hier. 10 Stück maximal. Ja gut, wir können auch mit 13 gehen. Ach so. Ah. Den Sinn verstanden. Um wie viel Prozent wetten wir, dass das schief geht? Okay, es ging nicht schief. Fünfzig Münzen ist der Hindernisentferner-Wert. Habe ich das Ding eben von Bierkorkenzieher genannt? Oh, nicht schlecht, naja. Egal, es hat was damit zu tun gehabt. So, welche Pigments sind denn am schwächsten? In den Zwiebeln da oben sehen wir das. Die roten und die gelben könnten ein bisschen Nachschub gebrauchen. Bezüglich Nachwuchs. Daher, das soll kein Problem sein. So, mal gucken, was wir hier noch Schönes haben. Hier haben wir eine Höhle, hier werden wir auch noch reingehen. Gut, okay, allzu viel werden wir hier nicht haben. Ein bisschen Vorbereitung machen für die Höhle. Und ach so, das vergesse ich auch immer wieder irgendwie. Ah, unsere gelben Pigments sind fertig.
Ui, das bringt viele Pigments, gar keine Frage. Haben wir hier nicht noch einen Schatz? Nee, nicht, also einen Schatz haben wir nicht gehabt, aber Gegner. Nicht nur das, wir auch hier eine Höhle haben. Ein großer Felsen befindet sich in einem Wasserreservoir. Keine Ahnung. Darf ich an dieser Stelle etwas einwerfen? Ich habe sie beide in ihrer Zusammenarbeit beobachtet. Ihre Kooperation ist nahezu tadellos. Aber um sich auf den kommenden Gefahren stellen zu können, müssen sie sich von den Fesseln eines vorgesetzten Angestelltenverhältnisses befreien. Lernen sie sich mit C zu trennen und die Anführer mit Y, mit Minus zu wechseln. Ja, in der Tat. Der schöne Spaß beginnt nun auch langsam. Aber hier oben. Ah, sehr schön, das Wasser läuft ab. Ah, sehr schön. Ah, wie praktisch. Halt, jetzt habe ich was vergessen zu gucken. Von jedem etwas. Ich habe keine Giftpigments mehr. Bis auf 7. Das ist insofern wirklich problemmäßig, dass wir irgendwann dann mal nicht weiterkommen könnten. So, mal gucken, was die Höhle hier hinten sagt. Was wir hier so brauchen. Immer vor jeder Höhle einen kleinen Text, finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Meine Sensoren empfangen wenig verheißungsvolle Signale. Sie könnten sehr wohl bedeuten, dass dieses Loch voller fieser, bösartige Käfer ist. Unselige Programme, zerstörende Käfer. Feuer und Elektro, das sieht sehr schön aus. Dann werden wir mit einem kleinen Basisteam gehen von 25 Plauen. Wir machen 38 Rote. Erst einmal. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Dass sich das Ganze nicht aufgeht. Weil wir nur 100 Pigments haben. Dann müssen wir 30 Rote machen. Nee, oder warte mal. Rote. 20 blaue. 35 gelbe. Gut, dann machen wir jetzt noch 6 lilane, 2 rote und 2 gelbe. Pac-Man! 2, das war's für heute. Wir gehen beim nächsten Mal in eine Höhle, in eine gefährliche Höhle, wie wir schon gehört haben. Beim nächsten Mal heiße ich euch wieder herzlich willkommen.
zu Spinnenburg. Na dann, bis dahin.